Okay. Sie ist voll laut. Ja, ich wollte sagen, ja, herzlich willkommen zu einer Folge Sims 4. Heute bei der Familie Sung mit der bösen Tochter. Muss ich mal gucken, wie heißt sie? Li Fuet. Li Fuet? Li Fuet? Li Fuet. Ich glaube, so spricht man das aus. Li Fuet. Ja, die macht nur solche Sachen. Und wenn sie damit fertig ist, kann sie mal platzieren, schlampig weiterarbeiten. Ja, sie hat da überhaupt keinen Bock drauf. Die macht das, zieht das durch halt und dann scheißegal. Dreckig sie liegen. Ist so total schamlos, was das angeht. Aber immerhin. So, und hast du Verantwortungsbewusstseinspunkte kriegt sie dafür? Naja. Das beschleunigen wir mal, das ist auf die Schnelle. Mach's mal fertig, Mädchen. So. Eine ganz doofe ist sie wohl nicht. Aber sie hat andere Prioritäten. So fürs Leben gesetzt. Ja. Ja, die einzige Person, die sie nett umgeht, ordentlich umgeht, ist ihre Mutter. Ansonsten behandelt sie jeden Menschen schlecht. Ist sie fertig? Nein, ist noch nicht fertig. Na los. Aber da, wahrscheinlich um die Ohren. Wie ihr. So, ne? Wie lange dauert das denn noch? Meine Güte. Hat sie jetzt vor, als nächstes? Ja, zum Starten. Okay. Fertig. Das war's. Lass mal liegen. Soll der Scheiß. Also Hunger. Erstmal ein Snack hier. Was haben wir denn hier? Reste nehmen. Hier haben wir noch ein bisschen was zu essen. So. Da essen wir noch was. Und dann. Mutter redet mit sich selber. Das ist nicht normal. So, die Mutter heißt übrigens Lee, einfach nur. So. Du magst Gemüse. Okay. Der ist gerne, das Gemüse mag. Schämt. Das kriegen wir noch weg. So. Also ein paar kleine Malheurs gehabt, deswegen ein bisschen beschämt jetzt. Ich muss also mal von ihrer Mutter geknuddelt werden, ne? Nein, freundlich. Irgendwie, ja, konnte ich sie nicht als Mutter einstufen, obwohl sie bei dieselben Namen haben. Keine Ahnung. Also, so, sind wir mal so im Kampf auf. Was? Auf Wiedersehen. Beste Freunde. Beste Freunde werden hier im Heimnis ausplaudern, kennenlernen. Hier, so. Nichts Besseres als beste Freunde zu sein. Sonst braucht ihr auch keine Freunde weiter. Das ist glücklich. So, das steckt hier noch ein bisschen. So. Sibara Watanini. Lomina. Wie gesagt, bei der Mutter. Mimlet? Kiara. Mutter, wie auch immer. Ja, jetzt sehen wir nicht. Kennenlernen. Voll umarmt. So. So freundlich. Yakulau Dunba, Rugi Payun. Richtig. Clevete Boris. Bananenwitze machen. Okay. Oh, Lava. Ah, Yims. Slu. Aha. Hogi Walf Su. Shash Verba. Dasha Benay. Oh, irgendwas ärgert sich schon wieder. Ja, je. So, was haben wir denn? Was können wir denn als nächstes machen? Wir hingehen, Chaos veranstalten. Machen wir mal Chaos hier veranstalten. Das mag sie gerne, das macht Spaß.
Das macht Spaß, hey. Hast du noch Hausaufgaben zu machen? Kannst du das nicht auf den Augen verlieren? Hausaufgaben machen, ja. Hausaufgaben machen noch. So, hör mal auf, lass mal liegen. Und Hausaufgabe ist ja fertig. Wir können nachher weitermachen. Beschleunigung mal. So, was ist denn da los? Okay, das kannst du aufräumen. Ach, sogar fertig. So. Hier ist die von alleine schon drauf. Okay. Finger waschen und. Nee, nicht aufräumen. Lass nur liegen. Da geht's ins Bett. Na gut, super. Ach, ich hab wieder Nachtbesuch. Monster ist wieder da. Monster mit dem Bett reden. Und dann machen wir so. Natürlich. Jetzt zieh mal auf hier. Oh, hier geht's ja nicht. So, meine Mutter hat den richtigen Spray da. Ein gezielter Spray und dann geht los. So. Okay, also wieder schlafen gehen, oder? So, lass ihn mal bringen sie ins Bett. Hallo? Nein, nicht spazieren gehen jetzt. Hallo? Ich weiß nicht, wo sie jetzt spazieren geht. Oh. Einfach mal hier gegangen. Dann ist sie es dann dort erzählt. Okay. Natürlich. So, jetzt das Spielchen. Alles klar. So, Noch mal weg. Die Puppe habe ich in der letzten so Veranstaltung gekauft. Gut, dass die kann damit Unfug anstellen, aber sie können nur Erwachsene können die Dinger mit Personen belegen und dann dummes Zeug mitmachen. Also, hat das nichts gebracht. So, beschleunigen wieder mal. Also, was macht sie denn? Okay, mit ihr Handy. Okay. Ja, wenn es Spaß macht. Wir haben ja auch so nichts Wirkliches an Entertainment hier, ne, außer dem Fernseher. Aber sie müsste noch ein bisschen an Reden üben, weil sie ist Politikerin oder will Politiker werden. Dann sollte sie sich das noch ein bisschen ausmachen. So, macht sie natürlich den Trink ihrer Tochter weg. So. Auf der, was möchte er denn? Da steht nichts. Was möchte er? Aber wahrscheinlich vorbeikommen, ne? Aber da steht nichts. Auf dem okay. Wir haben wahrscheinlich gleich Besuch hier nächtlich, ja? Na, wo bleibt er? Ne, kommt gar nichts. Oh Gott, Turbo. Oh, sie haben wieder Probleme. Oh, sie ist ausgeschlafen. Ah, das ist das Problem. Ja. Nö, die macht das nicht weg. Was können die denn für dummes Zeug machen als nächstes? Das? Da kann man nichts machen. Und das hier? Nö. So suchen wir das. Machen wir das. Aus. Ja, ein bisschen Müllkram hier. Bakel, Duffy. Punky Steve.
Ja, das klappt voll. Plupp, rein. Schön. So. Oh, was hast du gefunden? Ich will nur in die Inventar sehen, ne? Sie hat nichts gefunden. Okay. Ja. Mehr Chaos erzeugen. Komm, dann machen wir hier. Fertig, ja. Böses Kind. Ganz böses Kind. So. Jetzt muss ich gleich zur Schule, ne? Ja, so, wie weit ist sie? Gleich durch, ne? So, also, du brauchst das ganze Mal Spiegel erstmal zu Ende. So. Und sie muss zur Schule. Komm auf damit. Dann habt ihr nochmal einen Snack. Nee, nicht du. Hier, Nee, du musst zur Schule. Hat sich also so erledigt. Huch, hat sich so erledigt. Hat sie zur Schule. Schwupp. So, wann muss die Holde denn arbeiten? Das macht sie jetzt Hunger. Hier schon mal das, dann stören wir sie dabei nicht. Weil sie müsste auch in Kürze arbeiten, man muss sie arbeiten. Mhm. Oh, 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 wahrscheinlich. Mhm. 24 Stunden. Bis zur Arbeit. Noch Zeit. Ist sie heute frei? Ja klar, heute ist frei. Ja, genau. Sie hat Dienstag, freitags frei. Alles klar. Ja, dann beschleunigen wir mal. Können wir noch essen. Ja, dann ist hier und dann können wir jetzt nochmal Rechnung, Briefkasten, was? Rechnung ist scheiße, was sollen wir was? Passbüro, so, Rechnung und so. Bezahlen wir mal die Rechnung und dann aufräumen. Wie so häufig. Und dann können wir hier nochmal sichtbar. Was? Sind bearbeiten wollen wir nicht? Frisch machen, selbst motivieren, auch verplanen. Wir motivieren sie mal ein bisschen. Sie selber. So, auf geht's. So. Sauber. Und dann können wir. Ah ne, sie muss ja schon mal Essen vorbereiten. Dass wir. Brunch servieren. Ja, Brunch servieren. Mal. Speck, das klingt gut. Auf geht's. Er wollte gerade Fernsehen gucken, Entschuldigung. Was machen wir bei denen denn für Entertainment hin, damit sie erstmal kreativ vorankommen? Musikerfamilie haben wir ja schon, das wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Ey, also Puppentheater ist bestimmt lustig. Auf jeden Fall für das Kind hier. Mal gucken, wo bauen wir das denn mal hin? Puppentheater bauen wir draußen hin, hier auf die Veranda. Hier hin? Nein. So. Hier so hin. Oh, mal sehen. So. Ah, ja, so. Genau. Was haben wir noch? Ne, Musik war, wie gesagt, wollen wir nicht. Aktivität. Aktivitätsfonds für Kinder 300. So. Was ist das? Privates Tagebuch. Ja, privates Tagebuch passt ganz gut. Wo legen wir es denn hin, das private Tagebuch? Das legen wir hier hin, so hin. Kann man nicht, also wir suchen uns mal einen Tisch hier, so ein kleines. Kleinen Tisch. Hier sowas hier. Nachttisch hier. Zack.
So. Und da legen wir es oben rauf. Siehst du wohl. Passt. Okay, dann geht's weiter. Haben wir es mal gegönnt? Dann können wir es leisten. So, sie macht Essen. So. Okay, so gucken wir nicht zu. Ist brutal, blutig. Ja, müssen wir doch zugucken, haben wir sonst niemanden anderen. Entschuldigung, sollte ich nachts um zwei Aufnahmen machen? Oh, eingeschlafen. Ah, kommt sie zurück. Okay. So, die hat ja bestimmt Hunger. Aber das hält sich in Grenzen. Aber sie nimmt sich mal ein Gericht nehmen. So, zack. Sieht es bei ihr aus? Hat sie auch Hunger? Hm. Hatte ich nicht, aber ich kann aus Geselligkeit eine Portion nehmen. Damit sie einfach zusammen essen. Haben sie ja kein Interesse. Naja, war ein Versuch. Warum will sie das eigentlich nicht? Dann setze ich hier hin. Nicht alleine sitzt beim Essen, ne? Upp, gleich negativ. Okay, wenn er fertig ist. Hausaufgaben machen. So. Da, die Bäume will nicht. Empathie. So, weglegen. Und weglegen. So. Die macht da lieber die Hausaufgaben. Okay. Verstehe, wer es will. Er war nicht hier, das. Wo ist das hin? Hat sie jetzt ein Inventar drin? Nö, Inventar ist nicht drin. Oh, das ist weg. Das Buch ist weg hier, dieses. Hm. Muss ich nicht verstehen jetzt. Das ist jemand, der sie mag. Das Kind soll auf der Schule sein. Oh, die macht bestimmt Fan. So, ich mache aber gerade Hausaufgaben. Schau sie nicht. Das ist die Folge der Hausaufgabe. Na super. So. Die Mutter an, da zu putzen, wo das Kind eher Bad braucht. Der hat keinen Spaß gerade. Hm. Wo ist denn dein Tagebuch hin? Ist nicht da. Hm. Reden üben, Officer. Die kann auch reden üben. Reden üben, selbstmotivieren. Mal selbstmotivieren. Und dann mal sehen, auch reden üben. So. Die kann sie noch besser beschimpfen, denke ich mal, ne? So, lalala. So. Genau. Badewanne wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Und geht die Mutter nicht ins Bett, wenn die müde ist? Na los. Ich kann nicht müde. Richtig müde ist sie nicht. Hm. Abendessen servieren? Abendessen servieren? Was haben wir denn da? Grillkäse? Nee. Gartensalat auch nicht. Aber grün mit Käse hatten wir, glaube ich, Fisch-Tacos. Hm. Mach das mal noch voll hier, damit ich dich dann gleich in die Dusche schmeißen kann. Eine so, geschafft. So. Und dann erfrischend Dusche nehmen. So. So. Gut gemacht. Genug, genug, genug. Ja, sehr schön. Dann kümmern wir uns um die Mutter weiter. Die ist
Was haben wir denn noch für Bedürfnisse? Ansonsten hat sie nur ein Energieproblem, alles klar. Jo. Warten wir noch ein bisschen. Fertig geduscht hat. Steuern wir auch. So, dann kann die Mutter nicht schlafen. Geht erstmal Zähne putzen. Hände waschen, Zähne putzen. Nein. Hallo? Zähne putzen. Dann schlafen gehen. So. Wie ist mit ihr hier aus? Sie isst auch erstmal was. Wir müssen was für ihren Spaß tun. Ach ja, wir haben ja so eine Puppentheater. Lass uns erstmal essen und dann ein Puppentheater aufführen. Puppentheater dafür? Nein, aber auch. Verloren im Wald. So. Mal sehr gespannt, was sie daraus macht. So, und dann lehnt euch mal zurück und die Show must go on, nicht wahr? Auf geht's. So. Mal gucken, was sie macht. Ja, macht ihr Spaß. Schön. Machen wir dieselben Sätze. Regen, Baum, Drache, was? War es schon zu Ende? Nein. Der Spaßlevel müssen wir wieder hochkriegen, ne? Oh, unsere Sendezeit geht ja auch zu Ende. Beschleunigen wir mal. Wenn sie mal ins Grüne beim Spaß. Okay. Zwei neue Figuren. Das war's. Er ist zufrieden. Kannst gleich schlafen. Okay, warte. Eins darfst du nicht vergessen. So. Teleportieren. Und dann ins Bett gehen. Schlafen. Warte, wo ist sie? Achso, sie wollen noch eine Runde spielen. Oh, wie selbstbewusst sie jetzt ist. Alter Schwede. Breche Göre. So, schön Zähne putzen. Das gehört. Ja. Die Verantwortung. Ist alles gut, alles in Grün. Ja gut, erstmal hätte sie vielleicht ein bisschen mehr können. Egal. Alles klar. Und dann würde ich sagen, dann beenden wir auch an dieser Stelle unsere Aufnahme und schauen, was wir dann nächstes Mal. Ich denke, wir noch ein bisschen mehr Puppentheater, damit sie ein bisschen mehr den Spaßfaktor kriegt. Und dann, wenn wir haben diese Folge gar keinen Menschen beleidigt und beschimpft, das sollten wir unbedingt nachholen natürlich. Das machen wir halt in der nächsten Folge von unseren hier kleinen Lefouet. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.